Jo, was geht, Leute? Euer LZ Player, wieder am Start. Willkommen zu einem neuen Puzzle Space zu Genie Soccer 2015. Heute sind wir nicht wohl, was ein anderer YouTuber gehört. Okay, noch nicht ganz fertig. Hier hat ein YouTube-Video wird noch geladen, während ich das jetzt aufnehme. Heute haben wir direkt mein Klassiko im zweiten Spiel der Saison. Und es ist auch gut, da sind wir das schon mal los. Und ich würde nicht lange drum fackeln, sondern direkt in die Party starten. So, ihr seht, ich habe die Anzeige teilweise, die Banden auf jeden Fall personalisiert, das kann man ja im Spiel. Ich habe nichts zur La Liga gefunden, deshalb habe ich die UEFA Champions League erstmal genommen. Aber wenn ich was finde zur La Liga, dann werde ich das natürlich benutzen. Und ich würde sagen, let's do this gegen den FC Barcelona. In diesem Klassiko Casemiro, schöner Vorstoß. Schöner Vorstoß, Casemiro wegen Nazar. Traumtor. Einfach nur Weltklasse. Ich bin sprachlos, Leute. Ich bin sprachlos. Was hat Eden Hazard da bitteschön angerichtet? Hazard, na, verliert den Ball leider, aber gewinnt ihn wieder. Marketing. Der Marcelo. Auf Bale und Hessegen. Also das Ding ist gerade so ein cooler Ball. Was war das denn bitte schön für ein Tor? Eden Hazard, Junge, chill mein Leben. Hazard erneut, sag ich mal drüber. Ich bin zu Hause in Santiago Bernabeu, obwohl das Schade nicht einmal aussieht wie Bernabeu, egal, scheiß drauf. Und Eden Hazard macht den Klassiko so ein Ding. Wenn ich das Traum, was ich aus Klassikos kenne, war das eine Tor von Ronaldo. Gegen Barca, kann ich euch gleich ja mal einblenden. Hazard schon wieder, beinahe. Beinahe. Mit dem nächsten Treffer. Eieiei. Also eben Hazard. Ja. Was er hier macht, ist wieder mal on-fleet. Was der Gute eben hier macht. Ja, das war ein kleiner Foul, Baylan vor die Alba, nächste fucking UTT, weiter bei nach vorne, Arturo Vidal. Und Modric mit langen Ball auf Hazard jetzt. Hat er im Real Life Classico ja nicht mitspielen können, aber Gareth Bale natürlich. Hätte auch beinahe seinen Treffer gemacht, auch im Real Life hat er getroffen, war leider abseits. Da war ein Einwurf aus der guten Position, den können wir lang spielen, den können wir lang spielen, Benzema. Ja. Hält sich nur gegen die Gebüsse, jetzt was macht Rakitic hier? Ja, Rakitic, Modric. Ter Stegen ist da und Semedo. Vor Hazard. Marcelo. Ramos, Marcelo. Stark, wie sie hier Messi umspielen. Modric. Die Nasa spielt den Flach, der kommt nicht an. Umtiti ist ja da als Belgier. Und Umtiti kann die Gefahr bannen, die man jetzt sagen will. Groß. Kasa, ah, der Ball kommt an Benzema doch und festlegen. Ich finde so manche Paraden nämlich wieder realistischer als in kompletten Genie-Zocker auf dem 29er Teil. Carvajal. Oh, die Alba blockt. Dembele. Varane. Fehlpass. Vidal. Varane. Und Groß darf mal versuchen mit links. Ja, war kein schlechter Schuss von Toni Groß. Wie man ihn natürlich kennt. Kurz Staub von meinem Handy weggepustet. Also irgendwelche Dreckkrümel. Hazard mit links, Ter Stegen erneut.
Also Ter Stegen, boah, spielt auf jeden Fall überraschend gut gegen Real, obwohl, ja gut, das ist eigentlich verständlich, dass er da gut spielt. Ja, 1-0 und by the way, oben sieht man natürlich noch die anderen Ergebnisse. Aber für uns steht es gerade 1-0 hier. Und ich bin zufrieden damit, dass es 1-0 steht. Ja, wollte ich auf Casemiro spielen, hat nicht viel gebracht. Doch, jetzt hat er ihn wieder. Bale, Mux und Beispiel Gerlach. Benzema. Ich glaube, das ist der einzige Spiel von FTG, wo Benzema keine goldenen Schuhe hat. Sonst hat er eigentlich immer goldene Schuhe. Marcelo hat hier diesmal goldene, statt grüne, wie er sonst immer hat. Modric war in der Medo, war klar, Bein hingestellt. Also Eden Hazard, Traumtor und danach. Ja, vom Barca halt gar nicht zu sehen und es fängt jetzt auch an zu regnen. Und das finde ich ein gutes Detail, dass hier der Regen einfach so kommt und die Spieler dann auch quasi wegrutschen, stolpern und so. Das hätte ich mir auf jeden Fall von Dream League Soccer gewünscht. Gewünscht, genau. Gewünscht, oh je, genau das kann auch passieren. Hätte ich mir von Dream League Soccer mal gewünscht. Dass mal der Regen auch einfach plötzlich auftritt. Und ja. Ich habe gerade gesehen, was passiert ist mit Kurt. Da fällt er hier einfach fast um. Das hat das Gute hier an Regen. Das ist übrigens realistisch gemacht, eben dass er abseits, naja, schade. Wir werden auch wechseln, Toni Kroos, ja, spielt nicht schlecht, aber wir bringen Fede Valverde rein. Und noch ein Lucas Vazquez für Gareth Bale. Jetzt hast du es gemacht, ich helfe. Ich meine Lucas Vazquez, genau. Zwei neue Spieler. Ja, das ist halt ein Bug, dass ein neu eingewechselter Spieler die Kapitänsbinde trägt. Das ist ein Bug in dem Spiel. Dabei ist doch klar, dass Sergio Ramos die trägt. Das sieht man hier auch. Casemiro. Geht ja allein durch Eden Hazard. Ja, ich weiß, er ist Hazard, aber das sind eigentlich Hazard manchmal. Keine Ahnung. Wobei doch, da ist eigentlich Hazard. Ach, keine Ahnung, mir egal. Valverde. Benzema war leider drüber. Und wir werden jetzt nochmal wechseln. Luka Jovic wird reinkommen für Karim. Benzema. Luka Jovic, der Junge von Eintracht Frankfurt. Den Real ja für 60 Millionen bekommen hat. Und da haben wir ihn auch schon. Luka Jovic. Ja, aber völlig gegen Vidal. Modric. Mit dem Ball das Hazard. Und dass er den drüber haut. Uiuiui. Ich hätte jetzt nicht damit erwartet, dass er den drüber haut. Aber naja, gut. Jovic. Jovic! Ah! Haut den auch drüber. Eieiei, was ist denn hier los? Also bis jetzt haut gefühlt jeder den Ball drüber, Valverde. Ja, Federico Valverde, nicht der erste Valverde, welcher ja rausgeschmissen wurde aus dem Amt, wurde auch mal langsam Zeit für mich. Kamera vor Dembele, kurz war. Langer Ball. Auf Jovic, Luka Jovic. Ach, wird die gestoppt, aber ist kein Foul. Vazquez. Der Youngster Vazquez an den Posten, Hazard. Eieiei, was ist denn hier los? Was ist denn hier los in Bernabeu? Viele gute Chancen, es gibt einen Freistoß. Und jetzt gibt es den Freistoß. Dann haben wir einen Linksfuß. Noch hier, außer Marcelo. Nein.
doch Luka Jovic ist gegen Süß. Okay, wir haben aber eine Flanke drin mit Luka Modric. Modric. Auf Jovic! Eieieiei. Und da macht er ihn auch wieder nicht rein. Ja, also ein Remis im Klassiko. Also nur ein Einzel wäre natürlich nicht so schön, Luka Jovic. Jovic! Jovic! Wieder nicht getroffen. Nach jetzt eigentlich schon links um, deswegen ist dann zur Stelle. Eieiei, Luka Jovic hat eigentlich hier die riesen Chance, vertempelt ist hier aber. Und nun ist die Partie auch nicht zu Ende. Eden Hazard, Man of the Match, gut nach dem Treffer war es ja klar. Und die Sets sind deutlich für uns. Und das Transferfenster ist in einer Woche zu und Espanyol Barcelona wird der nächste Gegner sein, entweder heim oder auswärts. Auswärts. Okay, Freunde, das war's dann auch von diesem Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute, und wir sehen uns im nächsten Part.